Du hast mir eigentlich meine komplette Karriere begleitet. Und was immer da alles gut lief, war noch viel wichtiger, wenn es nicht so lief. Ich kann dir wirklich sagen, womit ich das verdient habe, aber jetzt könnt ihr wissen, ich weiß alles sehr zu schätzen. Dankeschön. Thomas, gut rausgespielt und die Möglichkeit, Tor für Iserlohn, Tyler Boland mit einem wahnsinnig platzierten Handgelenkschuss. Kommt er schon wieder und macht ihn fast wieder und dann Vikingstad, der im letzten Moment verteidigt wird von Cameron Brace, der den Schläger dazwischen hat. Wichtiger Schläger. Da war Marvin Küpper schon aus der Position. Super dann von Brace weggenommen. Das wäre das leere Tor gewesen. Ausbau, ein bisschen Platz. Ah, schöner Pass. Schöne Tor! Jerome Flake, aber der Pass war ja überragend. Andersen, no look durch die eigenen Beine. Wolfsburg ist schnell wieder da, zu Fürth und trotzdem das Tor. Neue Rückennummer, neuer Torriecher, Peter Spornberger, 4-0 Schwenningen. Und was ein Schuss, da gibt's nichts zu halten. Und jetzt die Möglichkeit, oh! Riesenschuss! Ist der Treutle da, oder? Das gibt's doch gar nicht. Leistenbruch beim Zuschauen, es ist der Big Save von Niklas Treutle, Lecco Mio. Frühstart Schwenningen 1-0. Tyson Spink, Torschützenkönig in der DL 22-23. Und jetzt glitzt er wieder im Zusammenspiel mit seinem Bruder Tyler. Feist, schneller als Hüttl. Gut gemacht von Feist. Wieder viel Verkehr. Super Save von Michael Garteig. Überragend. Die erste Scheibe kommt aus dem Gewiel zu Jörz und dann der rechte Schoner ausgefahren von Michael Garteig. Ankert, guter Pass. Eham lässt liegen. Oh, ist Tor! Tor! Eham, der die Scheibe eigentlich Richtung Tor versucht zu bringen. Und dann mit der Spitze eigentlich. Olischewski. Ja. Oh, und dann lässt sich Scheibe abluchsen. Aukeland gegen Wohlgemut. Schuss von Austin. Oh, Aukeland, den hat er. Den hat er. Wow. Was für eine Parade. Das ist einer für die Top 10. Ja.